geheimer Sohn von Zweipack? DSDS Diego macht Jury sprachlos. Ist er wirklich der geheime Sohn von Zweipack 25? DSDS-Kandidat will als Kind von der Mafia entführt worden sein, die ihn nach Deutschland verschleppt habe. In Wahrheit sei der berühmte Rapper sein Vater, wie der Sänger heute Abend der Jury weiß machen wollte. Kurz darauf legte er noch eine skurrile Schippe drauf und brachte die Jury zum Diskutieren. Denn während er den Song Rakete von Yo Gotti feiert, Nicki Minaj, 35, performte, bewies er wildes Krumping-Talent. Seine Interpretation des Straßentanzes endete schließlich auf dem Pult der Jury. Für einen Moment sah es so aus, als würde er hinten überfallen, doch dann gab er einen perfekten Backflip zum Besten. Dieter Bohlen, 63, und Co. fanden erst nach einigen Schockmomenten die Sprache wieder. Du bist auf dem Grovel. Ich kann dem Sohn von niemals ein Nein geben, erklärte seinen Daumen nach oben. Auch er endlich, 33, und Caroline Niemczyk, 27, stimmten für Ja. Nur musste T. T51, zeigte sich nicht überzeugt, denn, ich fand deine Stunts cool. Aber die Welt ist noch nicht bereit für dich. Trotz seines Neins ließ es sich der Musiker nicht nehmen, ein Selfie mit Diego zu machen. Wann bekomme man schon einmal die Chance, auf einem Bit mit dem Sohn von zu erscheinen? Was denkt ihr, hat Diego nur Spaß gemacht oder ist er wirklich der verschollene Sohn des verstorbenen Weltstars?